Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Bunny's Diary. Heute soll es sich alles rund um das Thema Gemüsebeet anpflanzen für Kaninchen drehen und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Grundsätzlich ist es ja so, dass ich meine Kaninchen im Frühling, Sommer und auch Herbst hauptsächlich von Wiese ernähre, aber trotzdem finde ich es ganz gut, wenn die Kaninchen etwas Abwechslung haben und zwischendurch immer mal wieder etwas Gemüse bekommen. Und im Sommer gebe ich da tatsächlich eigentlich gar kein Geld dafür aus und baue hauptsächlich alles selbst an, beziehungsweise die Kaninchen bekommen dann so die Reste, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel die äußeren Salatblätter. Oder auch die Kohlrabi-Blätter, die essen wir nämlich meist nicht selbst. Und das finde ich als sehr gute Abwechslung, deswegen baue ich sehr gerne was für die Kaninchen an. Also als erstes mal zu dem, was ich genau alles für die Kaninchen anbaue. Wie ihr hier schon sehen könnt, ganz normalen Kopfsalat, sehr gerne auch gekrausten Salat, also Lolo Rosso oder Lolo Blanca, glaube ich, heißt er. Also der grüne und der rote gekrauste Salat. Aktuell haben wir jetzt hier nur Kopfsalat. Und auch Kohlrabi habe ich dieses Jahr das erste Mal wieder angepflanzt, weil die Kaninchen halt Kohlrabi-Blätter so gerne mögen, aber auch die Kohlrabi-Knolle. Wie schon gesagt, bei den Salaten bekommen sie meist die äußeren Blätter, das finde ich sehr praktisch. Ansonsten würde man die nämlich immer wegschmeißen und so haben die auch deren Nutzen. Und ansonsten könnt ihr hier sehen, was ich heute noch gemeinsam mit euch anpflanze. Und zwar Feldsalat, mögen meine Kaninchen auch sehr gerne. Dann Radieschen. Tatsächlich bekommen die Kaninchen dann nicht die Radieschen, sondern die Blätter oben. Das werden nämlich immer enorm viele Blätter. Und die mögen meine Kleinen total gerne. Deswegen ist es auch sehr gut, weil normalerweise würden wir die Blätter sonst auch wegwerfen. Und so haben sie noch einen Nutzen. Dann auch nochmal Radieschen. Und natürlich ganz typisch Karotten habe ich letztes Jahr auch schon gemacht, habe ich jedoch leider falsch gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch an einen Vlog von mir erinnern könnt, da habe ich das gezeigt. Und dieses Jahr versuche ich es jetzt nochmal richtig. Und ansonsten auch Kräuter, wie zum Beispiel Kresse oder auch Dill, die habe ich dieses Jahr schon angepflanzt, aber bei mir zu Hause im Haus, also in kleinen Töpfen. Und dann solche Sachen wie Ringelblume, Bienenfutterpflanzen, aber die kommen nicht hier rein, sondern ganz normal in den Auslauf von den Kaninchen da oben. Aber das werde ich heute nicht mit euch machen. Ich denke, dass ich dazu auch nochmal ein Video drehen werde. Also wenn ihr da Interesse habt, was ich alles im Kaninchenauslauf anpflanze, dann schreibt das sehr gerne mal in die Kommentare. Was ihr dann auch hier nochmal sehen könnt, ist Schnittlauch. Das bekommen die Kaninchen jedoch nicht. Und Petersilie, die kann ich euch wirklich total empfehlen, denn wenn Kaninchen Probleme mit irgendwelche Verdauungsprobleme, Darmprobleme oder auch Bauchschmerzen haben, dann verfüttere ich immer sehr oft Petersilie, gerade auch bei Kohlanfütterung oder Wiesenanfütterung eignet sich Petersilie sehr gut, deswegen darf der auf jeden Fall auch nicht fehlen. Und dann pflanzen wir auch noch weitere Kräuter an, aber nicht im Gemüsebeet, das wird sonst zu klein. Einmal hier Rosmarin, hier kommt ganz viel Zitronenmelisse, das bekommen auch hauptsächlich die Kaninchen. Genauso wie Pfefferminze, die wächst hier schon, aber hier wird noch alles voll. Das bekommen eigentlich alles die Kaninchen und dann noch weitere Kräuter, die wir aber selbst hauptsächlich nutzen. Jetzt kommen wir aber auch schon zum Anbauen selber. Also wie ihr sehen könnt, der Salat und die Kohlrabi-Pflänzchen sind schon angepflanzt. Das liegt daran, weil ich die nämlich nicht selbst aufgezogen habe per Samen, sondern schon fertig als Pflänzchen, als ganz kleine Pflänzchen gekauft habe. Die habe ich circa vor einem Monat ungefähr angepflanzt. Also ungefähr im April fange ich an, etwas anzupflanzen. Und die sind mittlerweile jetzt echt schon richtig groß geworden. Es gibt immer regelmäßige Updates auf Instagram. Genau, wie gesagt, zum einen gibt es die Möglichkeit, das Pflänzchen selbst schon zu kaufen oder, wie ihr hier seht, die Samen zu kaufen. Und da gibt es auch nochmal zwei Unterschiede. Einmal zum Beispiel das Saatband, ich zeige euch das gleich nochmal, oder die Samen selbst. Ich packe das jetzt einfach mal schnell aus, damit ihr sehen könnt, was das genau ist. Also beim Feldsalat habe ich jetzt zum einen ein Saatband und wie ihr sehen könnt, das ist eigentlich ein ganz normales Band. Ich denke, sowas wie Zewa oder so. Und wenn man genau hinguckt, dann kann man hier die einzelnen Samen sehen und das ist echt total praktisch. Ich kenne das erst seit letztem Jahr. Ich wusste tatsächlich nicht, dass es sowas gibt. Und es ist halt total praktisch. Man buddelt es einfach unter die Erde. Ich werde euch das dann aber gleich nochmal zeigen. Und dann
kann man halt die Pikierung sich sparen, was total praktisch ist, weil halt nicht zu viele auf einem Haufen wachsen, weil das sind halt die einzelnen Samen, die man einzeln einsetzen muss, also wesentlich aufwendiger. Deswegen kann ich euch auf jeden Fall diese Saatbänder sehr empfehlen. Und hier könnt ihr jetzt auch nochmal die einzelnen Karottensamen sehen. Also das ist echt verdammt viel und ich habe letztes Jahr den Fehler gemacht, dass ich ungefähr diese Menge auf einen Fleck eingebuddelt habe, weswegen das die reinste Katastrophe wurde. Also bitte nehmt wirklich nur einen Samen und setzt ihn an eine Stelle ein. Aber wie gesagt, das werden wir jetzt dann nochmal gemeinsam machen. Diese Samen findet ihr übrigens eigentlich in jedem Lebensmittelgeschäft, aber auch im Baumarkt oder im Gartencenter. Und noch als kleiner Tipp, das wusste ich nämlich auch lange nicht. Solche Samenmischungen haben tatsächlich auch ein Verfallsdatum. Also schaut auf jeden Fall mal nach, ob sie schon haltbar sind, ob sie noch haltbar sind. Ansonsten kann es sein, dass nichts mehr daraus wächst, aber ihr könnt es auf jeden Fall mal versuchen. Mein Dill zum Beispiel oder meine Kresse ist auch schon längst abgelaufen vor 5 Jahren, aber sie ist trotzdem noch gewachsen. Also versucht es einfach mal selbst. Ich beginne jetzt einfach mal mit dem Felssalat-Saatband. Das habe ich mir jetzt auch schon zurechtgeschnitten. Also so, dass es genau hier reinpasst. Und das werde ich jetzt direkt neben dem Kohlrabi einsetzen. Und zwar werde ich jetzt als erstes mit einem Rechen eine 1 cm tiefe Fuge graben. Und dann das ganze Saatband in die Fuge hineinlegen. So, das Saatband liegt jetzt an seinem Platz und jetzt werde ich das Ganze noch ein bisschen befeuchten. Und dann das Ganze wieder mit Erde bedecken, andrücken und nochmal kräftig bewässern. Neben dem Feldsalat werde ich jetzt 2 Reihen Saatbänder Radieschen pflanzen und neben den beiden Radieschen werde ich dann noch Möhren anpflanzen und das zeige ich euch jetzt einfach schnell im Zeitraffer. So, also hier ist jetzt der Feldsalat eingepflanzt, hier eine Reihe Radieschen und nochmal eine Reihe Radieschen. Und wie ihr hier schon sehen könnt, könnt ihr das sehen? Ja, hier habe ich schon meine Mulde für die Möhren gemacht und bereits auch schon Samen hineingelegt. Manche machen das, glaube ich, richtig professionell mit so einer Pinzette. So professionell bin ich jetzt nicht. Ich nehme einfach immer so einen Samen und es wächst wirklich aus einem so einen Samen, eine Karotte. Also zumindest meistens. Und deswegen reicht es, wenn man hier einfach so einen Samen hinlegt. Es reicht wirklich nur einer. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe 10 auf einmal hingestreut, weil ich mir dachte, ach, aus so einem kleinen Kern kommt niemals eine Karotte. Doch, kommt. Und deswegen habe ich jetzt daraus gelernt. Jetzt werde ich das Ganze wieder zumachen, wieder gut bewässern und dann bin ich auch schon fertig. Ich bin jetzt soweit fertig mit Anpflanzen. Wenn ihr natürlich noch irgendwelche Tipps für mich habt, dann schreibt die sehr gerne in die Kommentare. Ich bin da ja auch noch nicht so erfahren. Ihr dürft natürlich auch sehr gerne noch Fragen stellen. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr denn für eure Kaninchen so anbaut. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch mit dem Video etwas inspirieren oder auch motivieren, selbst etwas anzubauen. Und ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben oder auch ein kostenloses Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!